Hier ist Ranja und heute entdecken wir die Magie der Online-Programme für uns. Und zwar, um genauer zu sein, die Programme, die uns sagen, wie wir mit anderen Haaren aussehen würden. Denn meine Haare sind mein ganzes Leben lang schon blond. Ich wollte sie früher unbedingt gerne braun haben, habe es dann aber nicht gemacht, aus Angst, dass sie orange werden würden. Und bin jetzt hier, okay? Ich bin 21 Jahre alt. Und ich meine, zwischendurch hatte ich pink, okay, gebe ich ehrlich zu. Aber ich bin 21 Jahre alt und ich möchte gerne wissen, welche Frisur mir steht, okay? Das heißt, ich bin ins Internet gegangen und habe die Seite efrisuren.eu entdeckt. Das ist ehrlich gesagt das Erste, was ich gefunden habe, nachdem ich nach Frisuren simulieren Internet oder sowas gesucht habe. Deswegen versuchen wir das Ganze. Ich habe hier schon ein wunderhübsches Foto von mir aufgenommen mit Haaren zurück, damit wir auch kreativ sein können, ja? Und ich habe mir hier meine Punkte festgelegt. Wunderbar. Träumchen. Oh, okay, linkes Auge. Okay. Oh, das ist voll akkurat hier. Versuchen wir das Ganze nochmal mit rechtes Auge. Mit dem rechten Auge meine ich natürlich. Stellen Sie Ihre Irisgröße ein. Ich meine, kann ich das kleiner machen? Oh ja, das kann ich. Meine Irisgröße ist leider nicht allzu groß. Dann machen wir den ganzen Spaß nochmal für die Lippen. Ich denke, das wird uns gute Ergebnisse liefern. Das Programm hier, weil wir das jetzt hier schon so akkurat einstellen müssen. Ja, das Programm, was ich davor ausprobiert habe, ich habe das Video schon mal gefilmt. Aus Gründen. Aber mit einer anderen Seite. Und das ist furchtbar geworden. Das heißt, wir probieren es hier nochmal. Ich glaube, meine Lippen sind unten relativ groß und oben relativ klein, merke ich gerade. Seht ihr das? Crazy. So, jetzt sind sie ganz gut abgedeckt, würde ich mal behaupten. Und ist mein Mund offen? Nein, ist er nicht. Weiter geht's. Okay, 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 okay. Wir müssen meine Augenbrauen, musste ich jetzt nicht angeben, aber das ist okay. Also, oh, ich kann alles machen. Ich kann nicht nur meine Frisur machen, ich kann alles machen, oder? Okay, wir versuchen es erstmal mit Haaren. Wir können hier die Haare von verschiedenen Berühmtheiten wählen. Das finde ich wunderbar. Wir versuchen es mal mit Jennifer Lawrence. Steht ihr besser als mir? Also auf dem Foto steht ihr ganz eindeutig besser als mir. Was ist mit Lady Gaga Haaren? Oh, die sind schon... Who is this? Also die Lady Gaga Haare finde ich gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist mit Sophie Turner? Ich glaube, da hat irgendjemand die Maske verhauen. Die könnten besser sein. Aber die sind auch nicht so schlecht. Bis jetzt ist das mein Favorit. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Favorit ist und wo ihr sagt, oh, die Frisur ist voll gut. Macht ihr das so? Weil vielleicht mache ich es, ja? Vielleicht bin ich ein Crazy und mache das und färbe meine Haare schwarz. Okay, vielleicht nicht schwarz, nachdem ich dieses Ergebnis hier erblicken durfte. Es macht voll Spaß. Oh, rot, rot. Rot. Eben noch so, oh ja, juhu, rot. Aber ich glaube nicht, ich glaube, das ist es nicht. Wisst ihr, woran mich das gerade voll erinnert? Früher, als ich noch klein war, hat man die ganze Zeit so Browser-Games gespielt. Sowas auf Spielaffe und sowas hieß die Seite, glaube ich. Und da gab es dann einen Haufen so Mädchenspiele, die so waren, okay, ja, du hast so einen Grundriss und dann kannst du erst die Haare machen und dann machst du ihr das Gesicht. Oh, genau, dann kann man so Make-up drauf machen. Es ist wie so ein Sims-Erstellungsmenü. Und dann kann man die Augen machen und färben und schwuppdiwupp. Und dann fügt man noch Körper hinzu und dann hat man am Ende so voll das Model. Und das ist voll witzig, es macht voll Spaß. Okay, ich bin jetzt weg aus den Supermodel-Frisuren. Ich glaube, wir müssen uns hier mal für eine Länge entscheiden. Ich finde das gar nicht verkehrt. Also ich wollte immer schon lange Haare. Meine Haare wachsen gefühlt einfach nicht länger als so. Sie wollen nicht. Aber es ist wie Sims. Es ist wie Sims, aber es ist mein Gesicht. Oh, okay. Okay, ich glaube, das müsste ein bisschen runter. Oh, das kann ich selber machen. Oh, warte, das kann ich selber machen? Das wusste ich gar nicht. Die müsste kleiner sein. Mein Kopf ist zu klein. Die Haare sind zu groß. Mein Kopf ist zu klein. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, Hochzeitsfrisuren. Let's go. Was ist mit dem hier? Das sieht cute aus. Ist auch zu groß für meinen Kopf. Ich glaube, mein Kopf ist einfach zu klein. Wenn mein Kopf größer wäre, ja, dann würde ich es fühlen. Was ist mit dem? Aha, aha, aha. Ist es so schlecht? Ja, ist es. Irgendwie, man sieht es zu viel. Und da habe ich eben in meine Kamera geguckt und mich mit meinen normalen Haaren gesehen. Und ich so, nee, ich fühle es nicht. Ich weiß nicht, wo das hier eine Hochzeitsfrisur ist. Das hier sehe ich eher als Hochzeitsfrisur. Das ist auch ein bisschen unscharf. Dadurch passt es irgendwie besser an meine Bildqualität an. Aha, aha, aha. Ich will eine andere Farbe. Leute, ich will eine andere Farbe. Ich will Emo Indie Punk. Hey, das ist mein Menü. Das ist mein Menü. Seht ihr das? Mhm. Da sehe ich mich. Seht ihr das? Oh, oh, oh.
Not gonna lie? Ist es so schlecht? Ich weiß nicht warum, aber ich finde es irgendwie sehr faszinierend gerade. Vielleicht ist dieser, ich weiß nicht, Emo Indie Punk, es hat ein bisschen was Japanisches, wenn ich ehrlich sein soll. Aber, ha? Huh? Könnte das die Rettung sein, die ich immer gesucht habe? Wir bleiben bei der Frisur. Wir machen weiter mit Gesicht. Wir machen... Okay. Wir haben hier ein schönes Make-up aufgetragen, um eine... Ich glaube, das ist es nicht. Ich krieg's nicht wieder weg. Ich will es wegkriegen. Nein, jetzt sehe ich so dunkel aus. Was ist mit dem? Es ist nicht meine Farbe. Es ist nicht mein Hautton. Nein, es sieht weiß aus. Ich sehe rot aus. Okay, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir machen jetzt hier Camouflagecreme drüber. Ich weiß nicht, was es ist und ich weiß nicht, was es kann. Aber ich denke, es ist eine gute Idee. Ich denke, das sieht aus wie meine natürliche Hautfarbe. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Wie sah es vorher aus? Vorher sah es normal aus. Oh, das ist normal. Das ist normal, oder? Sieht das normal aus? Das sieht normal aus? Oh, wir machen weiter. Ich weiß nicht, ob der Make-up-Schritt der Schritt für mich ist. Ich sag's euch, ganz ehrlich. Ich sag, der Make-up-Schritt, den fühle ich nicht so. Ich weiß nicht, warum. Oh, warte, so ist normal. So ist normal, oder? So sieht's normal aus? Wir stoppen den Wahnsinn mit Make-up und machen weiter mit Lippen. Ein prächtiges Rot. Ein weniger prächtiges Rot. Ein prächtiges Matt-Schwarz. Warte, was ist denn hier los? Wollt ihr mich veräppeln? Warum kann ich das nicht rückgängig machen? Ich will es nicht. Ich will es wenigstens so. Okay, danke. Ich glaube, das ist besser. Ich sehe tot aus. Ich sehe tot innerlich aus. Ich bin unzufrieden. Okay, wie wäre es damit? Ist es wenigstens durchsichtig? Es ist nicht durchsichtig. Ich habe halt leider immer noch die komische Farbe darunter, denke ich. Kann das sein? Was ist, wenn ich rot darunter mache? Habe ich dann... Kann ich denn hier wenigstens eine normale Farbe wählen? Sieht es jetzt aus wie vorher? Es sieht nicht aus wie vorher, oder? Okay, ist egal. In den Online-Spielen, die ich früher gespielt habe, sah es auch mit der Zeit immer und immer schlimmer aus. Und ich konnte nichts dagegen tun. Und es fühlte sich einfach an wie ein Teufelskreis. Und je mehr du klickst, desto schlimmer sieht es aus. Deswegen, wir sind jetzt so weit in, ja? Wir haben die Doppelfrisur ausgewählt. Wir sehen aus wie eine Leiche. Wir machen jetzt weiter mit... Nee, wir brauchen einen dramatischen Look, deswegen nehmen wir den lila... Oh nein! Wir nehmen den lila Lidschatten nicht, wir nehmen den grünen Lidschatten. Okay. Der grüne Lidschatten, der macht mich nicht so wütend wie der lila Lidschatten. Vielleicht finden wir was Orangefarbenes. Sowas, was ein bisschen zu den Haaren passt. Das wäre doch was, oder? Okay, das sieht wenigstens normal aus. Wir bleiben dabei. Wir wollen nicht so weird aussehen. Wir arbeiten weiter, okay? Wir arbeiten weiter. Oh nein! Was habe ich getan? Oh nein, was war das? Das soll Selbstbräunungscreme sein. Ich sehe aus wie eine Leiche schon wieder. Okay. Das ist starke Selbstbräunungscreme. Egal, wir sind gebräunt. Wir sind gebräunt und gesund. Oh nein. Okay. Wir bleiben gebräunt und gesund. Wir machen weiter mit Accessoires. Und zwar hätte ich gerne noch eine... Oh, Kontaktlinsen. Let's go. Wir wollen braune. Aha. Die sind schön. Da sehe ich mich. Deswegen wollen... Oh, die blauen. Die blauen? Wisst ihr, wie ich mit den blauen aussehe? Es gibt doch diese so weißen Mäuse, die so rote Augen haben. Die sehen so ein bisschen behindert aus. Oder wie so ein blinder Hund. Ich sehe aus wie ein blinder Hund mit den blauen Kontaktlinsen. Sehr natürlicher Look. Es gefällt mir sehr gut. Gibt es noch irgendwelche verrückten Farben? Leute, ich bin im siebten Himmel. Es ist original wie diese Spiele früher. Und ich habe die so gerne gespielt. Und ich weiß, die sind voll langweilig. Und es tut mir auch leid, wenn es euch nicht interessiert. Tut's nicht. Aber es ist so witzig. Macht das unbedingt. Okay. Bitte. Macht das auch, okay? Es würde mich voll interessieren. Wenn ihr möchtet, kann ich euch auch mein Foto unten verlinken. Dann könnt ihr euch das runterladen und dann könnt ihr mir irgendwelche Kreationen schicken von meinem hässlichen Gesicht. Und die Grünen. Oh, okay. Die Grünen. Und dann können wir gucken, wer das schrecklichste Foto macht. Ich weiß gar nicht, warum das zweimal das gleiche ist. Es gibt immer zweimal die gleichen. Oder ihr könnt es mit eurem eigenen Foto machen, aber wenn ihr euer eigenes nicht teilen wollt, ja! Ja, genau das wollte ich. Oh mein Gott! Let's go! Wir können die gelben nehmen. Die gelben sind ein bisschen unnatürlich. Not gonna lie, die gelben sind ein bisschen unnatürlich. Wir können die nehmen, die sehen natürlich sehr natürlich aus.
Was will ich gerade sagen? Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr es mit eurem Foto machen. Wenn ihr es nicht mit eurem machen wollt, schicke ich euch mein Foto rein. Dann könnt ihr das damit machen. Und dann könnt ihr mir eure grässlichsten Kreationen schicken. Und ich finde es super witzig. Und es tut mir leid, wenn es euch keinen Spaß macht, okay? Aber ich habe das früher immer gerne gespielt und ich mache das immer noch gerne. Guckt euch die roten Augen an. Ich fühle mich wie ein Sim-Simulator. Ich behalte die roten. Die roten gefallen mir am besten. Wir machen noch Hot Looks. Wenn mir das jetzt alles ruiniert, was ich gerade gemacht habe, dann werde ich wütend werden. Deswegen guckt euch nochmal die Pracht an, solange sie da ist. Hier, seht ihr das? Magie. Wunderschön. Es ist so viel besser, als es vorher sein könnte. Ich habe nie gedacht, dass ich einmal so hübsch sein werde. Und jetzt probieren wir es mit den Hot Looks. Und zwar sehe ich jetzt aus wie Cara Delevingne. Das war es dann aber auch mit diesem Video, falls es euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und falls ihr sowas auch früher gespielt habt oder immer noch spielt, no shame, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mir hat das voll Spaß gemacht, okay? Ich saß als 12-jähriges Mädel da und habe diese Spiele gespielt und habe mich gefreut und habe mir gedacht, boah, das hast du voll schön gemacht, Ronja. Diese Person hast du wirklich, wirklich schön verunstaltet. Ja gut, falls ihr neu seid und den Kanal noch nicht kennt oder noch nicht abonniert habt, dann tut dies bitte gerne in der Beschreibung. Wir sind auf 94.000, also weit auf 100. Ich würde mich voll freuen, wenn wir auf 100 kommen. Das wäre voll supertastisch. Ansonsten macht's gut, bis morgen. Ciao!